wir dieses Video gemacht haben, ist einfach, um drastisch mal darzustellen, wie gefährlich so eine Situation für einen Autofahrer werden kann, wenn er sich nicht vorschriftskonform verhält. Naja, wir investieren ja sehr, sehr viel in Sicherheit. Viele sind technische Maßnahmen, aber es geht vor allem um die Bewusstseinsbildung bei den Verkehrsteilnehmern. Und wenn man da sieht, welche Masse hier in Bewegung ist, wie lange auch ein Zug braucht, um stehen zu bleiben, kann man sich das besser vorstellen. Ein Auto, ein gutes Auto, wird vielleicht 40, 50 Meter brauchen, um von 100 km/h zum Stillstand zu kommen. Bei einem Zug, vor allem bei einem schweren Güterzug, kann das bis zu 1000 Meter betragen. Das ist ein enormer Unterschied. Ja, wir haben in den letzten Jahren, und wir werden das auch in den nächsten noch tun, etwa 25 Millionen Euro jährlich investiert in die technische Sicherung von Eisenbahnkreuzungen, aber auch in die Bewusstseinsbildung der Straßenverkehrsteilnehmer. Das ist besonders wichtig, das Verhalten der Straßenverkehrsteilnehmer hier richtig zu gestalten.